unsere Paranormal Haunted Location, diese große Fabrik, in die wir da reingegangen sind. Und da haben wir ganz oben im dritten Stock Schritte gehört, also die sind gelaufen. Wir haben Türen knallen gehört. Und dann sind wir eben raufgegangen, haben nachgeschaut und da war niemand. Das Einzige, was jetzt ist, da kommt ein Übergang, der ist stellenweise ein bisschen schmal. Nicht ganz runterschauen, es ist nicht wirklich hoch, aber man kann doch ein Schwindelgefühl bekommen. Mitten im Weg wird ein Loch sein, eher auf der rechteren Seite. Da extrem aufpassen, das ist das Loch, wo ich fast durchgerauscht bin. Von den paranormalen Geschichten geht es da eher um Sichtungen von Nebelgestalten oder von Schatten generell. Man hört laufend Schritte, man hört Stimmen, die nicht da sind. Es geht sogar so weit, dass man Hunde hört. Die ganze Zeit auf den Stiegen hört man ihn. Und die Zweifel sind da unten, aber ich habe jetzt geschaut. Und alles von der anderen Seite unten, wo die Leute sich gehört. Ja. Wir haben verschiedenste Charaktere bei uns. Es ist eigentlich relativ gut aufgeteilt, sodass man sagen kann, die Hälfte ist wirklich auf Esoterik unterwegs und die andere Hälfte auf wissenschaftlicher Ebene. Dieses Zusammenspiel, das ist eben das, was uns ausmacht. Meine Wahrnehmungen werden jetzt immer sensibler, werden immer feiner. Mit dem Sehen ist es eine Sache. Ich schaue einfach einmal herum, sozusagen. Und irgendwann ist es irgendwie, sehe ich einfach. Die Idee entstand im Jahr 2001, eigentlich so richtig, wo ich einfach auf gut Glück einmal das Interesse gehabt habe, auf einen Friedhof zu gehen mitten in der Nacht. Und das Ganze hat mich dann so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Feeling eigentlich auch mit anderen teilen. Wir planen Touren, wir stellen diese Investigationen unseren Mitgliedern zur Verfügung. Es wird bei der Krankenkasse jede Tour angemeldet und bei der Polizei. Somit ist die Sicherheit gewährleistet. Wir kommen gleich in einen überfluteten Raum. Da gehen wir einfach mal schnell durch, weil ich habe ein Dosimeter nicht mit und wir vermuten, dass dort radioaktive Strahlen vorliegen. Das heißt, wir gehen nur flott durch und halten uns dort nicht länger auf. Seitdem ich eigentlich bei den Vienna Ghost Hunters bin, war ich am Anfang sehr skeptisch und habe mir gedacht, ja, das war ein Blödsinn und hin und her. Und dann war es so, dass ich die Skepsis ein bisschen verloren habe, vor allem weil wir Leute in unserem Verein haben, die sehr, also oh ja, ich würde eigentlich sagen, sehr viel Ahnung haben von dem Ganzen. Irgendwas ist da. Man hört eine blecherne Stimme. Wir müssen rausfiltern und was. Was wir das hören? Im ersten Moment wirkt ein Ort relativ friedlich, einladend, man geht rein, auf einmal hat man das Gefühl, boah, also förmlich, man ist kurz davor vom Abkratzen und dann wieder genau umgekehrt. Okay, es beginnt die Hetzjagd. Ach so. Warum Gott der Baum? Das ist immer der Baum. Ich bin kein Skeptiker. Also ich möchte einfach glauben, dass es Geister gibt und meine Mama, die ist zum Beispiel, die ist sehr feinfühlig. Also sie hat auch Vorahnungen, sie hat selber schon einige Erlebnisse gehabt, auch Geister gesehen. Einmal ist es ja vorkommen, da sind wir zu viert, waren wir, ja. Sind wir da drin gesessen, jeder in einer Ecke und da sind wir alle irrsinnig müde geworden. Ja. Also der Helmut ist, glaube ich, sowieso eingeschlafen. Und man sagt, dass eben Geister, weil die keine eigene Energie haben, nehmen sie sich die Energie von der Umgebung. Es können auch Menschen sein. Es ist bei mir nicht so, dass ich das spüre, wie eben beim Helmut zum Beispiel oder bei der Andrea. Leider nicht. Nur, ich weiß, dass mich meine Mama nicht anlügt oder die beiden. Und deswegen glaube ich einfach, dass es Geister gibt.
Hat irgendwer kalte Schauer? Mann, wo? Genau da. Du hast Kopfweh? Du warst schwindelig? Was jetzt ganz neu ist, wir bieten unseren Mitgliedern eine komplette Ausbildung an. Und zwar zum staatlich geprüften Geisterjäger. Diese Berufssparte gibt es offiziell nicht. Wir haben es aber geschafft, dass sie erschaffen wird, sozusagen. So wie jetzt da die Diktiergerät da drinnen ist. Da sind sie sonst drin und das nimmt die ganze Zeit auf. Aber das ist neu, oder? Was? Da, das Loch. Das ist selbe wie dort. Das geht eigentlich schon fast durch und so weit habe ich noch nie eine gesehen. Wer von euch hat da, seitdem wir da investigieren, da so weit durchgesehen? Also ich nicht. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, was ich in meiner Freizeit mache und so, dann sage ich das eben. Aber, also ich habe es immer gesagt, nur jetzt überlege ich mir das schon sehr gut, wem ich es erzähle und wem nicht. Mhm. Weil man eben als Freak dasteht eigentlich, wenn man sowas macht. Bei dem Durchgang, wie wir also über diese Steintreppe raufgekommen sind, war ich bei der Tür, habe ich das Gefühl gehabt, wie wenn irgendetwas in dem Türrahmen direkt drinnen wäre. Das ist eine Art Energiefeld. Ich habe es auch richtig in den Händen gekribbelt. Das wollte mich nicht durchlassen. Ich habe ein bisschen gebraucht, wie ich das sozusagen da durchgedrückt habe. Und auch wie ich dann hineingekommen bin, habe ich sofort das Gefühl gehabt, mir legt jemand eine Schlinge um den Hals. Das habe ich jetzt schon die ganze Zeit. Und mit dem Schalter vorwirken. Wir haben ehrlich gesagt, obwohl sie das sagt, wir waren das dritte Mal da und wir haben einen Strick, also so einen sogenannten Strick da, also ein Seil draußen, da unten auf dem Baum, wir kommen dann noch hin, einfach nur so spaßhalber hingehängt, ein Strick. Als Provokation. Weil eben die Andrea das sagt, wie ein Strick und Aufhänger und hin und her. Da gibt es ja Sachen, das passt irgendwie zusammen. Was die Gefühle betrifft, wäre es interessant, wenn sich ab und zu Einzelpersonen hier eintreffen und hier ins Eck stellen. Mit dem Gesicht zur Mauer, genau ins Eck rein und dann schaut, achtet mal auf eure Gefühle. Ich fühlte mich beobachtet und habe gesagt, wenn ihr Energie benötigt, dann nehmt euch, aber lasst mich leben. Daraufhin bin ich eingeschlafen und habe 2 Stunden geschlafen. Da, ja. Also schrecklich. Ziel ist einfach, dass wir ein Monopol auf das ganze System haben, auf die ganze Geisterjagd. Ich will, dass weltweit alle Leute mit den gleichen Hintergründen vorgehen und es soll rauskommen, dass wir den Leuten helfen und nicht, wir beuten keine Leute aus. Auf jeden Fall haben wir das gehört, dass wir, wie wenn wir geht, und dann haben wir das gehört, wie wenn jemand irgendwie wispert, also leise redet so, irgendwie so. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann... Ich habe es sehr freiwillig gemacht. Ja, aber du hast dich am Anfang schon sehr gewehrt. Ja, schon. Ja. Er wollte eigentlich nicht wirklich. Am Anfang wollte ich nichts wissen davor. Wir haben letztens, also ich eigentlich, weil ich habe gesagt, hörst du, es ist irgendwie kalt, sehr kalt. Es war zwar kalt, aber so kalt war es nicht. Und es war da oben, die Stirnwaffe. Vielleicht wird sie wieder was, schauen wir mal. Ja.